Hallo und guten Tag. Heute erzähle ich euch, wie Jesus sein Kreuz tragen muss, wie er gekreuzigt wird und wie er stirbt. Diese Geschichte ist ein Teil von der großen Geschichte. Jesus kommt nach Jerusalem, Jesus muss leiden und sterben, aber Gott weckt ihn wieder auf zu neuem Leben. Jesus überwindet den Tod. Jesus war von Pontius Pilatus zum Tode verurteilt worden. Du musst sterben am Kreuz, hatte Pontius Pilatus entschieden. Und nun trägt Jesus sein Kreuz. Es ist schwer, er bricht zusammen, er muss immer wieder aufstehen und es weitertragen, bis hinaus nach Golgatha, wo er gekreuzigt werden soll. Die Soldaten bringen ihn hin, sie schlagen ihn ans Kreuz. Jesus hängt am Kreuz zum Sterben. Unter dem Kreuz sind einige Frauen, auch die Mutter von Jesus, Maria, ist dort. Sie weinen und klagen über Jesus. So sehr hatten sie ihn geliebt, so sehr hatten sie gehofft, dass Gott durch ihn nahe kommt. Und sie hatten es gespürt in ihrem Herzen. Gerade Maria als seine Mutter weint sehr. Die Jünger sind alle weg, bis auf einen, der ist dort, Johannes. Johannes steht mit unter dem Kreuz und Johannes bleibt dabei und Maria. Da hängt Jesus am Kreuz und er sagt, noch bevor er stirbt, zu Maria, Maria. Siehe, das ist dein Sohn. Und er zeigt auf Johannes mit dem Gesicht, weist er auf ihn hin. Und zu Johannes sagt er, Johannes, sie ist deine Mutter. Und weist auf Maria. Damit Johannes sich um die Mutter von Jesus kümmert, wenn er tot ist. Johannes ist sehr bewegt. Immer hat Jesus sich gesorgt. Und jetzt sorgt er sich um seine Mutter. Johannes reicht Maria die Hand und flüstert ihr zu, ich sorge für dich. Maria ist sehr traurig. Maria denkt, warum muss mein Sohn sterben, mein besonderer Sohn? Auch Johannes ist sehr traurig. Er sagt sich im Herzen, er war doch von Gott, er war doch der Messias, der Gesandte. Und so viel Gutes hat er getan. Wie kann Gott das zulassen? Wo ist Gott überhaupt, wenn Jesus hier sterben muss? Will Gott das denn? Johannes weiß gar nicht, was er sagen soll. Er ist völlig durcheinander. Und da kommt Jesus zum Sterben. Er spürt, dass er sterben wird. Und er sagt, es ist vollbracht. Und dann stirbt er. Es ist vollbracht. Johannes hat diesen Satz gehört und er ist ihm tief ins Herz gegangen. Es ist vollbracht. Ja, was ist denn vollbracht, überlegt Johannes. Was meint Jesus? Das Sterben? Oder meint er mehr? Meint er noch einen anderen Sinn? Johannes weiß es nicht, aber er merkt sich das ganz gut. Es ist vollbracht, hat Jesus gesagt. Das war sein letztes Wort, bevor er gestorben ist. Johannes behält das in seinem Herzen. Und er denkt auch später noch viel darüber nach. Was meint Jesus? Nachdem Jesus gestorben ist und es geht gegen Abend, gehen einige mutige Männer zu dem obersten Richter und bitten, dass sie den toten Jesus vom Kreuz abnehmen dürfen. Und Pontius Pilatus erlaubt es und sie nehmen ihn und bringen ihn in ein Felsengrab und rollen einen großen Stein davor. Maria und die anderen Frauen stehen dabei und sehen es. Und so liegt Jesus im Grab und alle sind traurig und alle müssen ihrer Wege gehen. Das war die Geschichte, Jesus stirbt am Kreuz.
Morgen erzähle ich euch die Geschichte. Gott weckt Jesus auf zu neuem Leben. Gott gibt Jesus neues Leben. Diese und die anderen Geschichten könnt ihr euch ansehen auf der Internetseite www.tbi-moritzburg.de. Auf Wiedersehen und bleibt behütet.